Was geht ab, Freunde? Willkommen zu Teil 3 meiner Most Wanted Games Liste für die kommende Zeit. Ich habe ja schon in den ersten beiden Videos erklärt, ich nehme jedes Spiel mit rein, was offiziell angekündigt wurde, mit mindestens einem Teaser-Trailer. Ansonsten gibt es da keine Grenzen und dementsprechend sind natürlich auch Spiele mit dabei, die erst 2023 erscheinen. Vielleicht sogar erst noch später, weiß man nicht. Vielleicht gerade auch bei Platz 12, was wir gleich besprechen werden, könnte das sogar sein. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall erstmal an der Stelle für das ganze Feedback. Ich hoffe, ihr habt auch schon die besten Liste des Jahres 2021 abgesteckt von mir. Führt gerne weiterhin eure Liste fort. Macht auch gerne beim Gewinnspiel von meinem Partner mit. In der Videobeschreibung ist es verlinkt, genauso wie meine Social-Media-Seiten. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir direkt mal durch mit Platz 12. So, Freunde, fangen wir an mit Platz 12. Auch ein Spiel, was einige von euch erkannt haben nach meinen Tipps. Und ja, nicht schlecht, dass ihr das erkannt habt. Mein Platz 12 ist nämlich Star Wars Knights of the Old Republic Remake. Da gibt es ja bisher nur diesen kleinen Teaser-Trailer, wo man ja noch gar nichts sieht, nur so eine gerenderte Figur. Und warum ist es aber trotzdem bei mir in der Liste und relativ weit vorne? Ganz easy, für mich das beste Star Wars-Spiel, was ich jemals gespielt habe, mit einer der besten Videospiel-Stories, die ich jemals erlebt habe. Mit einem der krassesten Twists in einer Geschichte, die ich jemals erlebt habe. Ich werde ihn natürlich jetzt nicht verraten, keine Sorge, auch wenn es jetzt schon uralt ist, das Spiel. Muss wahrscheinlich schon an die 20 Jahre sein, 18 Jahre oder sowas. Und ich habe mich so darüber gefreut, dass es als Remake zurückkommt. Allerdings, man weiß ja noch gar nichts. Man weiß nicht, passen sie das Gameplay an? Machen sie irgendwas an der Story noch? Also verändern sie da irgendwie was? Muss es jetzt irgendwie Kanon werden oder sowas, die Story? Weiß man ja nicht, ja. Wie ist das geregelt? Ist das von Disney abgesegnet? Ich weiß ja gar nichts darüber. Ich weiß nur, dass mir das Original extremst gut gefallen hat. Mein absolutes Lieblings-Star Wars-Spiel wegen dieser Story. Es ist unfassbar, damals das erlebt zu haben. Also wie gesagt, der Twist am Ende, du bist also so geflasht. BioWare, das war auch für mich so das erste BioWare-Spiel, was ich da damals gespielt habe, von dem, wo sie noch richtig krass waren. Ja, das kann man jetzt von den letzten Spielen leider nicht mehr behaupten. Anthem, Dreck, Mass Effect, Andromeda, jetzt auch nicht unbedingt der geile Scheiß. Und ja, damals haben sie das rausgehauen und ich war so geflasht. Auch mir persönlich hat auch das Kampfsystem damals gefallen, dieses taktische, wie nennt man das? Dieses rundenbasierte taktische Kampfsystem, wo du Befehle eingibst, aber auch pausieren kannst das Gameplay. Und wie gesagt, mit der Story, mit den ganzen Möglichkeiten der Entscheidungen, so böse, gut. Es ist einfach nur geil gewesen und ich freue mich darauf, wenn das Spiel rauskommt. Und da kann es natürlich sein, dass es vielleicht jetzt, wie gesagt, erst 2024 kommt. Weiß man ja nicht, wa? Also es gab ja bisher nur diesen Teaser-Trailer, der schon cool war. Aber ja, mal gucken, wann es kommt. Ich freue mich extrem drauf, weil ich dieses Spiel einfach liebe und es so sehr gerne sehen würde in einer neuen, fetten Optik. Das ist ja, geil. Einfach nur geil. So, Freunde, kommen wir zu Platz 11. Und das haben auch einige von euch erkannt bei der Beschreibung. Was habe ich nochmal gesagt? Scharf und spitz. Da denkt vielleicht der eine oder andere oder die eine oder andere an einen schönen, gut aussehenden Mann oder Frau. Ja, ich denke da eher an 6 scharf glänzende Klingen, die aus den Händen von Wolverine kommen, Freunde. Marvels Wolverine von Insomniac Games. Das ist auch relativ weit vorne mit dabei. Zum einen, ich liebe Wolverine. Ja, ich liebe diese Figur. Alleine Logan, der Film, ist einer der absolut besten Filme im Comic-Genre. Also auf jeden Fall, ich weiß es immer nicht. Ich tue mich da immer schwer. Top 5 auf jeden Fall safe. Vielleicht sogar Top 3. Und ja, in letzter Zeit lese ich auch wieder ein bisschen mehr Comics zu Wolverine. Und ich liebe diese Figur. Ich liebe Logan. Und Insomniac Games, ich habe schon öfters jetzt mal gesagt, Insomniac Games hat mich persönlich seit PlayStation 1 Zeiten noch nie enttäuscht. Die einzige Sache, die ich da, die ich gerne wissen wollen würde, ist es brutal oder ist es nicht brutal? Und ich gehe davon aus, da wir das schon in dem Trailer, in diesem Teaser-Trailer, der schon mal sehr, sehr cool gewesen ist, gesehen haben, dass das alles voller Blut ist, Schlägerei und so weiter. Und da ich davon ausgehe, dass wir ja mit Sony einen Publisher haben, der sehr offen Gewalt gegenüber ist, ja, siehe God of War, siehe Last of Us 2. Ich glaube, die haben damit kein Problem, wenn es mal ein bisschen brutaler zugeht. Die Frage ist halt nur, wie Disney die Sache sieht. Aber ansonsten steht dem nichts gegenüber. Ich bin 100% davon überzeugt, dass es ein richtig krasses Spiel wird. Nur haben wir, wie gesagt, bisher nur einen Teaser-Trailer gesehen. Hätten wir nur ein bisschen mehr gesehen, wäre es noch weiter vorne. Weil, wie gesagt, ich liebe die Figur, ich liebe das Entwicklerstudio. Es muss dabei sein. Also ich freue mich extremst drauf. Das wird safe erst 2023 kommen. Und ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, was sie daraus machen werden. Ich glaube, es könnte richtig krass werden. Es muss brutal werden. Es muss blutig werden. Und wie gesagt, vom Gameplay her, von der Optik her, von der Story her auch, dass sie verstehen, was die Figur ausmacht. Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Das haben sie mit Spider-Man auch bewiesen.
Und dementsprechend freue ich mich extremst auf Marvel's Wolverine. Also ich denke, das wird richtig geil. So, Freunde, kommen wir in die Top 10. Platz 10 ist bei mir Final Fantasy 16. Nicht Final Fantasy 7 Teil 2 Remake Teil 2, weil das ist noch nicht offiziell angekündigt mit einem Teaser-Trailer. Wir wissen, dass es kommt, aber es gibt noch nicht mal einen Trailer. Deswegen ist es natürlich nicht dabei. Aber der 16er Teil, den gab es ja schon direkt, also die Ankündigung gab es ja schon direkt mit Gameplay und dann auch den Hinweis, dass der Typ, wenn ich jetzt keine Scheiße laber, von dem Online-Spiel da am Start ist. Vor allem actionreiches Gameplay, denn der Storyschreiber von diesem MMO, was ich ja, war das letztes Jahr, sehr viel gespielt habe hier auf dem Kanal. Und da habe ich echt gecheckt, Alter, wie krass ist die Story bei diesem MMO-Game. Und der Kollege, also mein Kumpel, mit dem ich das gespielt habe, der ist ja richtiger Hardcore-Zocker von diesem Spiel. Und er schwärmt die ganze Zeit, wie krass das Spiel ist, wie geil die Story ist. Und wie gesagt, das Gameplay hat mir schon sehr, sehr zugesagt. Ja, dieses actionreiche Gameplay, was man da gesehen hat. Das Setting auch so ein bisschen, wie soll man sagen, natürlich Fantasy-Setting ist klar, aber so ein bisschen, wie nennt man das? So irgendwie so, ich weiß nicht, so europäisches Fantasy-Setting. Sah es zumindest so aus. Die Gegner, die man da schon gesehen hat. Und wie gesagt, Final Fantasy VII Remake hat mir extrem gut gefallen. Ich habe einfach richtig Bock auf so ein geiles Japano-Rollenspiel. Und ja, Final Fantasy 16 ist, wie gesagt, die Ankündigung sah schon cool aus. Jetzt habe ich jetzt vor kurzem erst gelesen, dass bald endlich ein paar neue Informationen geben sollen, Trailer und so weiter, dass sich das alles so ein bisschen verzögert hat. Aber ich bin guter Dinge, dass es vielleicht sogar nächstes Jahr rauskommt. Und Final Fantasy 16, ich habe richtig Bock drauf. Ich hätte natürlich ein bisschen mehr Bock noch drauf, dass Final Fantasy 7 das Remake weitergeht, aber da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen länger warten. Aber Ich hab richtig Bock drauf, ich sag's gerne nochmal und bin gespannt, ob das geil wird oder nicht. Aber wie gesagt, diese Infos, die ich am Anfang erwähnt habe, dass der Typ von dem MMO am Start ist, dann das erste Gameplay, was man da gesehen hat, das lässt mich schon auf jeden Fall, wie nennt man es, gut drauf blicken, ja, auf den Release, wenn es dann hoffentlich bald kommt. So, Platz 10, Final Fantasy 16. So, Freunde, der Abschluss macht Platz 9 und was kann es da natürlich anderes sein nach meinem Tipp? Zwei Gruppen geben sich deftig aufs Maul, natürlich Suicide Squad, Kill the Justice League, Freunde. Vor 2-3 Wochen, glaube ich, war das, haben wir das erste Gameplay gesehen und es sieht, also von der Optik her, von der Grafik her, sieht es bombastisch geil aus. Es wird ein Only Next Gen Titel, also nur PS5, Xbox Series X und S und PC, darauf freue ich mich, denn Rocksteady, Freunde, es ist dann, wenn das Spiel rauskommt, es ist 7 Jahre her, dass wir ein neues, also das letzte Spiel von dem bekommen haben. Ich habe ja vor ein paar Tagen nochmal Batman Arkham Knight angezockt. Das war einfach das letzte Spiel von dem. Und seitdem haben wir nichts gehört, nichts gesehen. Kein neues Game. Sie haben auf jeden Fall sehr viel Zeit gehabt, dieses Spiel zu, fertigzustellen und richtig geil zu machen. Und das Gameplay sah geil aus. Die Gruppe ist cool. Die ist auf jeden Fall auch interessant, ja. Die ganzen verschiedenen Charaktere, dass wir die steuern können, spielen können. Und wie gesagt, das Gameplay hat mich so es hat mich einfach überzeugt so. Also ich mache mir da gar keine Gedanken, dass Rocksteady da irgendwas Geiles abliefert. Ich habe das schon bei Gotham Knights, glaube ich, erwähnt oder irgendwo hatte ich das erwähnt. Ich weiß nicht. Ich persönlich hätte mich natürlich über ein richtiges Batman-Spiel mehr gefreut, weil ich Batman einfach cooler finde als die komplette Truppe zusammen. Aber das ist nur ein persönlicher Geschmack, vor allem auch, weil mir persönlich so düsteres Setting mehr gefällt bei einem Batman-Spiel als so dieses bunte, wir sind alle lustig Setting, weil man das schon sehr viel bei den Filmen hat, ja, falls ihr versteht, was ich meine. Aber, der, wie gesagt, der Entwickler, Rocksteady, die haben es mega krass drauf, die verstehen die Figuren, die haben fette Optik, die haben geiles Gameplay immer wieder, die haben vor allem auch eine richtig coole Story und dass wir jetzt quasi die Suicide Squad spielen und diese korrumpierte Justice League ausschalten müssen, ist eine geile Prämisse, ist eine geile Idee und ich freue mich drauf. Es wird bestimmt richtig geil, es wird richtig bombastisch, wir werden das zocken, wir werden richtig Spaß haben und dann schauen wir mal, was sie danach machen. Wa? Also es steht ja immer noch offen, dass sie vielleicht dann irgendwann doch nochmal ein Batman-Game machen. Aber bitte, wenn es nicht unbedingt sein muss, lasst euch nicht wieder 7 Jahre Zeit, weil es so schade ist, weil es so geile Entwickler sind und dann musst du 7 Jahre warten auf ein Spiel. Ich meine, da kann man schon, klar, sollen sich immer die Zeit nehmen, wie sie brauchen, aber 7 Jahre ist schon hart. Es ist schon hart. Ja? Also 3-4 Jahre ist schon gut so, aber 7 ist schon heftig. Deswegen freue ich mich extremst auf das Spiel und bin sehr, sehr sicher, dass sie richtig abliefern werden. So, das war mein Platz 9. Das war der dritte Teil meiner Most Wanted Games Liste. Ja, Freunde, Tipps. Zum einen, es wird extremst blutig, vielleicht auch zu blutig für Deutschland. Dann wird es extrem abgedreht, ich höre Stimmen. Dann, es wird wunderschön bunt und ein Held kehrt zurück. Und zwei Kumpels müssen sich dem Bösen stellen.
und gemeinsam die Welt retten. Das sind schon harte Tipps, aber gut, teilweise gibt es diese Spiele auch schon auf dem Thumbnail, deswegen ist es klar, dass die vorkommen. Deswegen ist okay. Ich bin mal gespannt, ob ihr trotzdem mehr auf alle vier Spiele kommt. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, führt gerne eure Listen weiter fort in den Kommentaren. Würde mich sehr, sehr freuen. Lasst auch gerne ein Like da. Weiterhin vielen Dank für die Unterstützung bisher bei diesen Videos. Freut mich, dass ihr da immer Bock drauf habt, jedes Jahr. Und ja, das war's. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.